Hallo Leute, ich habe ja in meinem ersten Jahr in Star Stable 2022 ganz schön viele Pferde gekauft. Das Video verlinke ich euch mal gleich hier oben, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ja, und was soll ich sagen? Mein Vorsatz fürs Jahr 2023 war, oder ist es noch, nicht mehr ganz so viel zu kaufen und ein bisschen Starcoins zu sparen. Und deshalb habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Ich habe nämlich wahrscheinlich wie viele oder die meisten von uns auch ein paar Fehlkäufe im Stall, die jetzt quasi, ja, was heißt, richtige Fehlkäufe würde ich es nicht nennen, aber es gibt Pferde, die ich nicht zwingend gebraucht hätte, sagen wir es so. Also auch wenn ich sie nicht komplett als Fehlkäufe betiteln würde, so stauben die jetzt trotzdem ein und ich reize sie einfach nicht mehr. Also so oder so hätte ich mir einfach die Starcoins sparen können, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und deshalb habe ich dieses Video gemacht, weil ich mir dachte, vielleicht geht es ja dem ein oder anderen von euch genauso. Im Großen und Ganzen kann man den Pferdekauf auf drei Fragen runterbrechen, die man sich stellen sollte. Die erste Frage ist dabei, warum möchte ich dieses Pferd eigentlich? Hab ich Spaß am Leveln? Will ich einfach ein Pferd haben, um hochzuleveln? Ist es ein Pferd, weil ich sage, ich sammle, ich habe eine Sammlung und es fehlt mir noch diese eine Farbe von dieser Rasse zum Beispiel? Oder es ist irgendwie ja begrenzt und wie gesagt, ich bin ein Sammler zum Beispiel und sage dann, ja, das möchte ich eben auch noch im Stall haben. Oder sind es andere Gründe, dass ich sage, ey, ich brauche zum Beispiel ein Pony fürs Pony-Championat und die Ponyrennen. Oder zum Beispiel ein Rasserennen, der Isländer zum Beispiel, der hat ja ein eigenes Rennen, dass ich sage, ach, ich brauche unbedingt einen Isländer, weil der hat jetzt, der kann an diesem Rennen teilnehmen, das möchte ich auch machen. Und ja, ist zum Beispiel auch vielleicht für den einen oder anderen ein Grund, das weiß ich jetzt nicht. Oder es gibt bekannte Personen, die ein bestimmtes Pferd in einer bestimmten Farbe haben. Oder Freunde. Oder zum Beispiel auch der Club. Also vielleicht habt ihr einen Club und der schreibt natürlich oftmals, was ich gelesen habe, eine bestimmte Pferderasse und sogar Farbe vor. Oder möchtet ihr das Pferd kaufen, weil es euch einfach gefällt? Meiner Meinung nach ist nur der letzte Punkt ein Garant dafür, dass das Pferd auch immer wieder nachhaltig und gerne geritten wird und seine Box und seinen Stall verlassen darf. Natürlich beim Ponyrennen, wenn es jetzt das einzige Pony ist und ihr wollt da einfach regelmäßig teilnehmen, dann wird das sicher auch öfter mal Frischluft bekommen bei euch. Aber ansonsten der nachhaltigste Grund, dass ein Pferd nicht verstaubt im Stall, ist wirklich, ob es und wie sehr es einem gefällt. Deshalb kommen wir zur zweiten Frage, und zwar, wie sehr gefällt mir das Pferd wirklich? Und dabei spielen ja einige Faktoren eine Rolle. Zum einen ist es ja mal die Rasse und wie sie sich entsprechend bewegt, also die Gangart und die Animationen, wie es generell aussieht, wie es Mähne und Fell gestaltet und natürlich beim Fell auch die Farbe. Welche Fellfarben hat diese Rasse? Welche gibt es eine Farbe, die gefällt mir besonders gut? Gefällt mir vor allem vielleicht die Farbe gut, aber die Rasse gar nicht so sehr? Oder andersrum, gefällt mir die Rasse und ich nehme eine Farbe, die mir so halbwegs gefällt? Ja, das ist immer oft nicht ganz so einfach. In Zukunft ist ja in Star Stable die Zucht geplant. Vielleicht löst sich das Ganze mit Rasse und Farbe das Dilemma dann ein bisschen auf, wobei es ja da auch Pro- und Kontrapunkte gibt, wie gut das Ganze womöglich sein könnte. Aber das ist jetzt nicht Teil des Videos. Und was ich aber sagen wollte, gibt es noch etwas, was euch zum Beispiel an dem Pferd stört? Eine Kleinigkeit? Ein Farbfleck, irgendwas, was vielleicht unsauber gearbeitet wurde bei Star Stable, irgendeine spezielle Gangart, wo er sagt, ah, oh, also mir gefällt ja der ganze Rest, aber diese eine Gangart, ah, oh, ich weiß nicht. Oder wie die Mähne fällt, oder sich der Schweif bewegt, oder gibt es Idle Animations, also diese Bewegungen, die das Pferd im Stand macht, die zufällig stattfinden. Gibt es da irgendwas, was euch stört? Ist es euch zu unruhig?
da gibt es ja wirklich viele Sachen, die einem gefallen oder auch nicht gefallen können. Und wenn euch da was stört, dann fragt euch immer, wie sehr stört es mich? Und wenn ihr euch unsicher seid dabei, wenn ihr sagt, okay, ich bin mir bei Farbe, bei Rasse, bei dem, was mich stört oder allgemein einfach irgendwie ein bisschen unsicher, wie sehr mir das Pferd wirklich gefällt, verschiebt den Pferdekauf, wenn möglich. Gefällt es euch morgen vielleicht noch so gut wie gestern oder nächste Woche auch noch genauso gut? Übernächste Woche noch genauso gut. Und wenn ihr dann wirklich sagt, okay, dauernd denke ich an dieses Pferd und ich bin mir, eigentlich würde ich es schon gern, und dann ist es vielleicht ein Indiz, wenn ihr es wirklich nach einiger Zeit immer noch möchtet, dass ihr es euch wirklich guten Gewissens kaufen könnt. Und die letzte Frage, die ihr euch stellen solltet: Wie gut ist der Zeitpunkt? Das ist vor allem wichtig, wenn man entweder sehr wenige Starcoins hat, das ist natürlich besonders wichtig, oder aber einfach, wenn man Starcoins sparen will. Wie ihr ja alle wisst, gibt es begrenzte Zeiträume für manche Pferde, zum Beispiel beim Event oder magische Pferde, oder Star Stable hat eine bestimmte Kollaboration, zum Beispiel damals mit Spirit oder jetzt mit H&M All In. Dass einfach nicht ganz klar ist, oder vielleicht auch schon klar ist bei manchen, das Pferd wird nicht für immer bleiben. Dabei solltet ihr gerade bei Pferden, die aber für längere Zeit bleiben oder sogar für immer, im Hinterkopf haben, wann ist das nächste Event, wann kommen die nächsten begrenzten Pferde ins Spiel, die zeitlich begrenzt sind. Kommt ein Event, wo eventuell eine Farbe dabei sein könnte, ist eine Rasse irgendwie angeteasert, auf die ich vielleicht schon ewig gewartet habe auf das Remake und ich möchte darauf nicht verzichten. Wie gesagt, die magischen Pferde rotieren ja auch. Was steht in nächster Zeit an Pferden, sofern man es voraussehen kann und es in Star Stable sichtbar ist? Man kann ja aktuell mit den Morgans das sehen, wenn man eine ganz aktuelle Satteldecke oder ein ganz neues aktuelles Zaumzeug kaufen möchte. Da sind die schon aufgeführt, das heißt, das wird unsere nächste Pferderasse, die kommt. Und das alles sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Im schlimmsten Fall habt ihr euch nämlich ein Pferd gekauft, was für immer in Star Stable bleiben wird, und müsst dafür auf ein Pferd vom Event verzichten. Zum Beispiel, wenn ihr wisst, das Winterfest, das Winterdorf kommt mit zwei magischen Pferden, wie jedes Jahr, oder das Halloween-Event kommt, da gibt es ja auch immer magische Pferde. Und ihr wollt vielleicht einfach mal abwarten und schauen, was ist da dabei, ob mir da was gefällt. Und gebt jetzt eure wenigen Starcoins vorher schon aus, dann glaube ich, würdet ihr euch richtig ärgern. Und dann gibt es ja auch noch zeitlich begrenzte Rabatte. Ist das jetzt ein echter Grund zum Pferdekaufen? Meiner Meinung nach nicht wirklich. Rabatte sind immer so eine Sache. Die sind gut, wenn ich sowieso vorhatte, mir so ein Pferd zu kaufen oder das schon auf meiner Wunschliste stehen hatte und ich es mir, wie gesagt, sowieso kaufen wollte. Dann ist es natürlich sehr sinnvoll, dann zuzuschlagen, wenn gerade ein Rabatt drauf ist. Wenn aber so ein Pferdekauf nicht geplant war, dann habt ihr Starcoins am Ende ausgegeben, auch wenn es weniger sind, für ein Pferd, das ihr eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt haben wolltet oder gebraucht hättet. Und habt es einfach nur gekauft, weil es im Angebot ist. Das geht uns hier in Star Stable mit den Pferdekäufen nicht anders als außerhalb in der echten Welt, im Supermarkt oder beim Kleidungskaufen oder wo auch immer. Nur weil etwas reduziert ist, heißt es nicht, dass wir es unbedingt kaufen möchten, weil auch weniger Geld dafür ausgeben ist immer noch Geld ausgeben, das man sonst nicht ausgegeben hätte. Und dann sollte man sich vielleicht überlegen, wann war eigentlich mein letzter Pferdekauf? Ich bin jetzt nicht so ein großer Freund davon, große Pferdemengen auf einmal zu kaufen. Erstens mal stehen sie dann nur ungelevelt im Stall, wobei meine Pferde alle ausgelevelt sind, also das passiert mir eigentlich nicht.
Aber ich weiß, dass das viele andere haben, das Problem. Gut, mit der neuen Pferdebindung wahrscheinlich dann auch nicht mehr, aber der zweite Grund, den ich vielleicht auch noch viel wichtiger finde, dieses besondere Gefühl, was man hat, wenn man ein Pferd kauft. Dieser Neuzugang, dieser Einzug, dieses Glücksgefühl, ein neues Pferd zu haben. Das ist einfach ein schöner Moment. Und der verfliegt auch sehr schnell. Das ist so dieses Konsumding. Man hat was Neues und dann hat man's und dann ist es auch wieder weg irgendwann. Dann ist es okay, dann gehört es zum Bestand und dann ist dieses Glücksgefühl dahin. Und ich finde, dieses Glücksgefühl sollte man sich ein bisschen einteilen. Das heißt, ich kaufe mir vielleicht, wenn neue Pferde kommen, nicht 3, 4, 5 auf einmal, wobei ich mir auch schon mal 2 oder 3 Pferde sogar auf einmal gekauft habe. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist eigentlich schöner, sich diese Glücksmomente, sage ich jetzt mal, einzuteilen. Dass man sagt, okay, ich kaufe mir das jetzt das erste in Woche 1 und keine Ahnung, wenn ich das ausgelevelt habe, dann zieht dann mal das nächste irgendwann ein und ich weiß, dass mit dem neuen Event nächsten Monat, da kommt dann wieder ein Pferd, dann kaufe ich mir vielleicht nochmal eine Woche drauf oder in 2 Wochen eins, weil ich einfach auf dieses eine Pferd nicht verzichten will und nicht warten will, aber dann habe ich immer mal wieder einfach dieses Glücksgefühl beim Pferdekauf und auch die Vorfreude auf ein neues Pferd. Ich finde, man darf die Vorfreude auf ein Pferd nicht unterschätzen. Denn nicht umsonst heißt es, Vorfreude ist die schönste Freude. Da ist schon was dran. Aber wie macht ihr das so? Habt ihr auch viele Fehlkäufe im Stall stehen? Oder habt ihr Pferde, wo ihr sagt, ja, ist vielleicht kein Fehlkauf, aber das hätte ich mir jetzt nicht zwingend kaufen müssen? Oder was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tricks und Kniffe, auf die man achten kann, um eben keine Fehlkäufe zu machen und ein bisschen Starcoins zu sparen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich total über ein Like und ein Abo freuen. Und ich hoffe, wir hören oder sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis bald und ciao, ciao!